Hi, ich bin wieder da. Kuckuck. Okay, heute bin ich wieder da und habe euch ja das letzte Mal gesagt, dass wir diesmal die Farbe Schwarz nehmen werden. Für die, die das erste Mal jetzt mich anschauen, ich bin die Donna McCain und ich bin Künstlerin und ich stelle hier so ein paar Sachen vor, auch von Oz, von der Firma Oz Ogenitte, und rede über Schwingung und über so vieles zwischendrin. Und ich möchte einfach nur noch einmal erwähnen, es ist einfach meine Wahrheit, mein Wissen, und die muss nicht für jeden Mann stimmen, weil, wie gesagt, jeder hat so seine eigene. Es muss für euch stimmen in eurer Gefühlswelt, und wenn das, dann ist alles wunderbar. Ich will hier niemanden überzeugen, es ist einfach nur ganz einfach easy weitergegeben mit viel Liebe und Freude, und ich hoffe, dass es bei euch auch so ankommt. So, jetzt gehen wir in diesem Thema, wo ich heute sagen wollte, ist das Thema Schwarz. Eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, eine Farbe, die immer wieder gefürchtet wird. Ist ja so böse, gell? Ja, Schwarz, das ist so ein Thema. Okkultismus, Satanismus und Horror und was nicht alles, ist immer wieder schwarz vertreten. Ne? Schwarz ist ja eine Farbe, die hat, wie alles im Leben, bitte, alles hat seine zwei Seiten. Nichts hat eine Seite, das geht nicht, das gibt's nicht, das Yin und Yang. Alles hat seine zwei Seiten. So auch das Schwarz, gell? Also fangen wir doch mit der Farbe Schwarz in der einen Seite an, fangen wir mit der negativen Seite, weil wir schon da drin sind, ne, in den ja. Jo, also die Farbe Schwarz hat in ihrer negativen Seite tatsächlich die Eigenschaft, sie zieht dich tief runter in die absolute fürchterliche Angst. In die Angst, in das Böse, nennen wir das mal das Böse, wir brauchen Worte, um zu verstehen, und zwar Hass. Hass ist schon wirklich etwas sehr Böses. Also Hass ist zu so vielen Sachen fähig, zu töten ohne Gefühle, abzuschlachten und so weiter und so weiter. Da müssen wir die Palette gar nicht durchgehen. Aber das ist dieses Thema in der negativen Seite tatsächlich bei der Firma, bei der Farbe Schwarz. Bei der Firma Schwarz. Okay. Das ist bei dieser Schwingung, wenn man sich in der begibt und man begibt sich zu viel mit der Farbe Schwarz tatsächlich. Aber es ist ja auch immer das Gesetz der Anziehung. Wenn du das in dir hast, diese Neigung zu Hass, diese Neigung zur Rache, ja, sich dem Negativen total hinzugeben. Und es ist nun mal so, es existiert das Negative, das kann man nicht verleugnen. Ja? Und es gibt Menschen, die geben sich dem Negativen zu, und diese Schwingung, das vertritt sich dann auch in ihre Seele. Wir haben ja eine Seele und die Seele hat eine Aura und die Aura ist mit Farbpaletten ummantelt. Und je nach deinen Emotionen, je nach deinen Gefühlen, je nach deinen Gedanken, deinen Ansichten und so weiter, sind auch die Farben zu sehen. Sie sind vertreten in deiner Aura. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Mensch bist, der sehr negativ ist, und zwar absolut böse, nehmen wir mal das Härtefall, dann hast du sehr viel Schwarz um dich, dann hast du wirklich eine dunkle Aura, sagt man auch. Ja. Und daher ist die Farbe Schwarz, die Schwingung, tatsächlich in diese Richtung der Negativität, das Böse vertritt sie, Tatsache. Aber sie hat auch was Positives, natürlich, wie auch in allem. Und bin ich in meine Mitte und kann mit Schwarz gut umgehen, so hat sie auch eine sehr gute, starke Energie. Sie stärkt meine Glaubensrichtung, sie stärkt meine innere Vertrauensrichtung, sie gibt mir Kraft. Ich bin dann nicht mehr so pessimistisch als Mensch und so weiter. Das ist die positivere Seite von der, und sie gibt mir Kraft und Stärke. Sie hat eine unglaubliche Power und sie schützt mich. Darum tragen ja auch die Nonnen Schwarz. Sie schützt die Nonnen vor das Böse. Keine Ahnung, warum sie Schwarz tragen. Aber sie tragen Schwarz. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Wenn jemand das weiß, kann er das schreiben. Okay? Aber ich habe mich damit nicht beschäftigt, weil ich ganz ehrlich bin, ich habe immer vor Nonnen Angst gehabt als kleines Mädchen. Ist so. Ist keine Bewertung. Null. Ist einfach nur so. Tatsache.
Sie haben mir Angst gemacht. So, mit was aber total positiv ist und hat in keinster Weise irgendeine Auswirkung für die Umwelt, sind die Mineralien, die Edelsteine. Und das ist eigentlich das, was ganz wichtig ist. Und damit arbeitet Oss mit seinen Produkten. Und ich habe heute zum Beispiel einen Prana-Tropfen, einen schwarzen. Und die werden mit den Steinen bedeckt, Turmalin, Obsidian und so weiter. Turmalin ist eins der stärksten Edelsteine, das tatsächlich alles Negative wegtut, eliminiert, transformiert. Nennen wir es mal transformiert, weil das Gesetz ist ja, du kannst nichts töten. Es gibt keinen Tod in dem Sinne. Es gibt kein, es ist verschwunden für immer, das geht nicht. Es ist einfach nur transformiert in einer anderen Form, in einer anderen Energie. Und so ist der Turmalin sehr stark. Also wenn ihr Turmaline an euer Nachtkästchen tut oder an den Bettrand, ist das eine gute Sache, weil Turmalin und Obsidian ist auch ein sehr starker Stein. Aber Turmalin noch stärker, ist eins meiner Lieblingssteine, ich liebe ihn. Und ich liebe diese Produkte in diesem Bereich hier, wie es verarbeitet worden ist. Also der Prana-Tropfen hier zum Tragen beschützt dich und transformiert die Ängste um, dass es mehr ins Vertrauen geht, mehr in die Stärke. Du hast mehr Stärke, du hast mehr Willen und so weiter. Und so haben wir hier zum Beispiel die Pyramide, die Matrix, die nennen sie Matrix, mit Gold verarbeitet und mit Bergkristalle, also sehr schön in der Harmonie gebracht. Hier habe ich auch nochmal den Prana-Tropfen. Und hier habe ich was ganz Interessantes. Das ist eine kleine Mini-Akasha-Säule. Wenn man sich die in den Raum stellt, harmonisiert sie und beschützt euch vor allen negativen Wellen und von negativen Gedanken. Das ist auch ein Thema, das ich vielleicht euch ein bisschen erkläre, ist, was Turmalin auch sehr stark bewirkt bei uns, ist Folgendes. Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist halt so, wenn andere Menschen an euch denken und sie denken nicht gut an über dich, ja, wird die Welle an dich rüberkommen. Das ist so, ob du willst oder nicht. Darum funktioniert ja Voodoo und schwarze Magie. Wieso funktioniert sie? Es ist das Ritual selbst nicht. Es ist nicht der Salbei und es ist nicht, was sie da alles so benutzen. Es ist die Tatsache, dass ihre Aufmerksamkeit total darauf gerichtet ist. Also als Beispiel, sie nehmen ein Bild von dir und konzentrieren sich auf diese Person und schicken mit ihrem Ritual automatisch die Gedanken zu dir rüber. Und Gedanken sind Schwingungen und sie kennen keine Zeit, sie kennen keine Grenze, sie kennen keine Geschwindigkeit, sie sind bei dir. So, sie können nur aber bei dir ankommen und das ist das, was ich euch sagen will, fürchtet euch vor solche Sachen nie. Oder wenn jemand über euch redet, schlecht oder negative Gedanken hat, kann ich euch nur sagen, ihr seid in dem Moment geschützt. Entweder habt ihr zum Beispiel einen Schutzstein um euch, aber was euch schützt, ist eure Gedankenwelt. Dass ihr selbst fröhliche Menschen seid, dass ihr positiv drauf seid, optimistische Menschen. Wenn ihr gute Menschen seid, nennen wir das mal gut, ich mag das nicht, aber es ist halt so, ich muss es benennen. Wenn ihr Menschen seid, die hilfsbereit seid, also ihr seid Menschen, die ein Sonnenstrahl seid, ihr geht in die Umwelt raus, ihr geht einkaufen, ihr seid hilfsbereit und so weiter, dann können andere Menschen noch so sehr über euch negativ reden oder was tun. Oder es kann eine Welle da draußen sein. Ich nenne es, egal, irgendein Virus. Es kann euch nicht angreifen. Warum? Weil ihr nicht in Resonanz seid. Das Resonanzgesetz ist, Gleiches zieht Gleiches. Das werde ich immer erwähnen, bei jedem, was ich da mache jetzt an Sendung. Wird immer erwähnt werden, das Resonanzgesetz muss da sein. Wenn du ein Mensch bist, der negativ drauf ist, der flucht über andere, nur über andere schlecht redet und miesepeter und so weiter, also hast du dann auch eine negative Schwingung. Und wenn du eine negative Schwingung hast, bingo, und jemand schickt dir Gedanken oder macht irgendein komisches Voodoo mit dir, ja, logisch kommt es an. Miau, dong, 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 dong. Gleiches zieht Gleiches an. Bang, ja. Und so ist auch das Gesetz mit Karma. Das Karma-Gesetz muss man so verstehen. Ursache, Wirkung, dass du bekommst das zurück, was du gibst. Das ist so.
Und das ist nicht unbedingt so, dass du wart erst im nächsten Leben. Ha, ha, ha. Das kann in diesem Leben genauso passieren. Das kann in einer Stunde passieren. Du hast vielleicht irgendeinen negativen Gedanken gehabt gegenüber jemandem, und zwar richtig böse. Hast ihn vielleicht verflucht und verwünscht in deinen Gedanken. Und auf einmal geht dein Staubsauger kaputt und du hast ihn irgendwie umgeschmissen. Keine Ahnung. Ja, also das ist das Resonanz, es passiert dann irgendwas, keine Ahnung, oder du machst einen kleinen Unfall und, oder du kriegst Bauchschmerzen. Das wird zurückkommen, ob du willst oder nicht. Das ist das Karma-Gesetz, das Gesetz des Karmas. Auf das sollte man immer achten. Und Schwarz hilft dir, in die Tiefe zu gehen. Schwarz hilft dir, deine Ängste zu bewältigen, dir deine Schattenseiten anzuschauen. Und glaube mir, jeder Mensch hat Schatten, es gibt nicht. Also auch Jesus hatte seine Schattenseiten, sicher sogar. Nur kannte er sie. Er kannte sie. Und um sich zu verbessern, hallo, um mein Kleid wieder sauber zu machen, muss ich wissen, dass es dreckig ist. Sehe ich die Drecksflecken, dann gehe ich und mache es sauber, richtig? Und so ist es mit der Seele. Genauso. In meine Seele kann ich erst dann aufräumen, in meine Seele kann ich erst wieder alles hinrichten, wenn ich in mich gehe und erkenne, mein Gott, nee, ich sag das Wort jetzt nicht, ich bin ja kein netter Mensch. Ich krammel immer rum, bin negativ, sehe immer alles schwarz, sag immer, wir werden das eh uns nicht leisten können. Ich kann mir das nicht leisten, ihr habt das Geld nicht dafür, gell? Also was soll das? Du kaufst es jetzt nicht. Dann hast du das Geld auch nicht. Wenn du so redest, hast du es auch nicht. Und wenn du über andere schlecht redest und so weiter, das ist deine Schattenseite. Und wenn du die nicht anschaust, wenn du dir nicht die Wahrheit sagst, ich bin das oder ich bin ein ängstlicher Mensch oder ich rede ständig über meine Krankheit, dann wirst du nicht transformieren können. Um transformieren zu können, fordert die Farbe Schwarz dir heraus, dir deine Schattenseite anzuschauen. Wo Schatten ist auch Licht. Das ist dann deine lichtvolle Seite, die du dann transformierst. Du erkennst das und sagst dir, ich will das nicht mehr sein. Von da an beginnt die Transformation, der Prozess, indem du in dem Moment erkennst, ich will das nicht mehr sein. Ich sage jetzt nein. Ab jetzt beginnt die Transformation. So, und glaub mir, der nächste Schritt ist, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist nämlich eine Arbeit, fleißig zu sein. Jeden Tag aufzuwachen, jeden Tag sich zu sagen, so, ich will an meine Schwächen arbeiten. Ich muss mir jeden Tag die Schwächen anschauen und sage mir, ich bin stark, ich bin voller Vertrauen, ich bin voller Glückseligkeit, ich bin ein liebevoller Mensch und so weiter und so weiter. Und wenn du das tust, kontinuierlich, regelmäßig, und das bedeutet Arbeiten an sich, wirst du transformieren ins Licht hinein. Wir haben hier auch eine unglaubliche Matrixkugel. Auch die, und hier ist, schau, da erscheint das Licht. Schatten ist auch das Licht. Und hier haben wir noch einmal eine wunderschöne Pyramide. Und ich sage euch noch einmal, wie gesagt, fürchtet euch nicht vor der Farbe Schwarz. Wisset, dass die Natur, wenn sie sowas erschafft, dann erschafft sie nicht, weil es was Böses ist, sondern da muss ja etwas Wunderbares dahinter sein. Und so ist es. Turmalin, ein unglaublicher Stein. Dieser Stein kann ich euch nur empfehlen. Alleine, entweder durch Ors-Ogendite oder ihr besorgt ihn, wie auch immer. Aber das ist ein Stein, der uns die Kraft gibt, auch ihn zu tragen, der die Kraft uns gibt, unsere Schatten anzuzeigen und den Mut zu haben, ich will mich ändern. Ich will ein Mensch werden, der Vollkommenheit lebt. So, was ist eigentlich Vollkommenheit? Das ist nämlich ein sehr, dieses Wort, als ich das damals gelesen habe, weiß nicht, wie alt ich war, Vollkommenheit. Wow, das klingt richtig mächtig, gell? Das klingt so, schaffe ich das überhaupt? Oh. Also ich muss euch sagen, wenn ich das Wort Erleuchtung gehört habe, heute noch, da renne ich manchmal weg, weil ich mir denke, es gibt Menschen, die maßen sich an zu sagen, ich bin erleuchtet. Wow! Ich muss ganz ehrlich sagen, was ist das? Erleuchtet. Denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, jeden Tag in dieser Welt zu funktionieren in einer positiven Seite ist verdammt normal eine harte Arbeit. Und ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich bin erleuchtet. Denn das ist verdammt schwer.
Ich denke, Erleuchtung ist ein... Weißt du, ich weiß, warum ich dieses Wort nicht so sehr mag. Weil ich Menschen gesehen habe, die Namen will ich nicht nennen, Berühmtheiten, die sich angemaßt haben zu sagen, ich bin der Größte, ich bin erleuchtet. Und die haben sich dann niedergekniet, die Leute vor diesem Typen. Und er hat die Weisheit mit den Löffeln gefressen und so weiter. Das finde ich irgendwo mir zu viel. Das ist einfach zu viel. Weil ich mir sage, niemand hat vor, jemanden niederzuknien. Und niemand sollte sich anmaßen, ich weiß alles, ich bin vollkommen. Nein, ich glaube, dass das nie aufhört, etwas neu zu lernen und an sich zu arbeiten, sich zu entwickeln. Denn ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir an uns immer wieder in der Demut, das ist für mich die gesunde Demut, sich immer wieder zu betrachten und zu sagen, ich bleibe in meiner Demut und ich weiß, dass es immer wieder was an mir zu arbeiten gibt und ich weiß, dass ich Fehler mache und das gehört zum Leben, aber der Schlüssel ist, ich will. Ich will ein gutes Leben führen. Ich will eine wunderbare Persönlichkeit sein. Ich will ein schöner, liebevoller Mensch sein. Denn wahre Schönheit ist nicht die Schönheit, oh ja, von außen können wir uns alle toll schön machen, ja. Das finde ich auch toll, finde ich auch super, finde ich schön, das zu haben und zu benutzen. Aber hier drinnen, in meinem Herzen, in meiner Seele, das sollte ich auch schön sein. Und das beginnt mit Freundlichkeit, liebevoll sein, fröhlich sein, lächeln. Oh ja, der dich dann anhubt, einfach sich denken, ach mein Gott. Lass ihn hupen. Lass ihn hupen. Ja, ich weiß, wie einfach es nicht ist, aber ich schwör's euch, wenn ihr am Ball bleibt, wenn ihr fleißig seid, wenn ihr es immer wieder tut und wenn ihr merkt, ihr schwächelt, gebe ich euch einen guten Rat. Schaltet mich einfach wieder ein und hört mich nochmal an. Ich glaube, das wird euch helfen. Also wie gesagt, ich habe euch ja von Anfang an gesagt, mein Humor werde ich niemals verlieren und mein Humor bleibt bei jeder Sendung immer wieder in der Kiste. Denn der macht mich glücklich und so schön. Okay, das war's für heute. Wir müssen nicht lange reden. Ich glaube, ich habe euch alles gesagt. Wie gesagt, die Produkte bei die ich euch gezeigt habe, findet ihr bei Os Ogonite. Ja, seht ihr das? Schaut. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen helfen können. Wie gesagt, lasst die nicht guten Kommentare einfach weg, denn wie gesagt, das braucht es nicht sein. Ich akzeptiere, wenn ihr das nicht gemocht habt, aber man muss nicht negative Sachen tun. Okay, lasst es einfach weg. Aber über schöne, nette Kommentare freue ich mich natürlich. Da erhebt sich natürlich wieder das Licht, oder nicht? Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Zeit. Und ich hoffe, ihr bleibt fröhlich. Bitte, bitte denkt immer dran, das Leben ist nicht einfach. Ich weiß, aber ihr schafft das. Ihr schafft das. Wir schaffen das. Okay? Bis dann.